Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Zurück in Wallonien, zurück in Potsdam. Wir haben hier zuletzt unser neues Waldstadion, das zweite Stadion in Potsdam, geplant. Hier im Stadtteil, naja, noch heißt der Potsdam Nord. Vielleicht finden wir noch einen schönen anderen Namen. Ich hatte euch aber gesagt, dass es zwei neue Gebäude gibt. Und das zweite wollen wir auch in Potsdam bauen. Und zwar, was gibt's noch? Das muss ich jetzt erstmal finden. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wo es sich verbirgt. Es handelt sich um ein, ich kann es ja schon mal sagen, um eine Art Amphitheater. Und damit müsste es so ein Kulturobjekt sein. Genau, hier haben wir es schon. Amphitheater, genau. Das ist ganz hübsch, finde ich auch eine schöne Idee. Ist auch sehr, sehr klein, ist jetzt relativ unspektakulär. Ihr seht es hier. Es würde natürlich naheliegen, dass man das irgendwie so in den Berg hineinbauen kann. Ich glaube aber, dass, also wir sehen zwar jetzt hier, dass es grün ist, aber es ist deshalb grün, weil es hier gerade eine ebene Stelle ist. Es würde planiert werden, ne? Also man braucht dann doch eine flache Fläche. Ich habe aber überlegt, wo wäre jetzt ein schöner Ort für so ein Amphitheater? Und natürlich geht es ja darum, dass man dort irgendwie einen tollen Blick hat, wenn man auf den Rängen sitzt und auf die Bühne schaut. Und naja, man will dann im Hintergrund jetzt vielleicht nicht unbedingt die schönen Plattenbauten oder andere Gebäude haben. Aus diesem Grund, also was denkbar wäre, wäre natürlich hier dieser Park hier vorne. Aber ich finde tatsächlich die Insel hier noch fast geeigneter. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier nochmal eine Neuplanung machen. Bevor wir aber dazu kommen, will ich eine Sache machen, die ich eigentlich immer off-cam mache, aber gerade vergessen habe, weil wir nämlich ja immer so schnelle Geschwindigkeit haben, mache ich jetzt vor jeder Folge die Baubüro-Zuweisung, und zwar der Bauunion in Wartenburg, genau, in Wartenburg, weil die nicht automatisch quasi die neuen Baustellen erkennt, weil es einfach zu weit weg ist, mache ich das immer manuell. So, dass dann immer neue hier quasi noch mit zugewiesen werden, so dass einfach die Baustellen noch weiterhin Unterstützung aus Wartenburg erhalten. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, um das Ganze zu beschleunigen. So, jetzt kommen wir aber hier zu dieser großen Insel. Vermutlich das, was als letztes fertiggestellt werden wird, hier in Potsdam. Und was natürlich eine der größten Attraktionen wiederum sein wird. Aber ich muss sagen, schon der Blick hier rüber, der ist auch schon spektakulär. Ne? Gefällt mir schon ganz gut. Schön. Wie so im Prinzip dieser ganze See umbaut wird durch unsere große, strahlende Hauptstadt. Okay, wo bauen wir das hin? Mir scheint jetzt also dieser Bereich ganz passend zu sein. Wir müssen dann dementsprechend die Wegplanung nochmal umändern. Und wir haben schon, ja, okay. Was? Das Panorama-Restaurant? Wie konnte das denn passieren? Also möglicherweise auch ein Problem mit Wartung. Es könnte sein, dass die Gebäude nicht im Wartungsbereich sind. Abnutzung 25%, das ist aber eigentlich okay. Abnutzung 30%, 15%, hier oben 10%. Abnutzung 10%. Nee, eigentlich müsste hier alles gewartet werden. Dann war es wirklich ein Feuerwehrproblem? Naja, das ist weit weg. Das ist schon so. Wo ist denn die nächste Feuerwehr? Die ist hier, aber die haben ja auch einen Hubschrauber. Feuerwache. Wir gucken mal, wie die Reichweite ist. Ja, müsste eigentlich locker hinkommen, ne? Ja, was heißt locker? Also, es ist gerade so, ne? Also da endet, glaube ich, die Reichweite. Falls es irgendwo gerade anders einen Einsatz gegeben haben. Ah, es sind auch wirklich viele Feuerwehrleute da und so. Ah, naja, gut. So eine Dinge passieren in jeder Republik. Kehren wir erstmal zurück. Ich wollte hier das Amphitheater planen und dafür ein bisschen rückbauen. Zumindest die Planung revidieren. Es ist ja noch gar nicht gebaut worden. Gehen wir mal von hier weg.
Dieser Höhenweg war sehr schön gedacht eigentlich. Mal gucken, wie wir den vielleicht wieder reinbringen können. So, dann versuche ich das jetzt nochmal zu finden. Und hier ist er schon. Hier ist es schon. Ja, das ist relativ unkompliziert, ne? Das zu finden. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir es schon ein bisschen reinbauen. Also ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man aufs Wasser schaut. Ne? Das sollte gegeben sein. Der Blick von dort. Dann hätte man die... Ja, das ist schon auch ein schöner Blick. Das kann man machen. Wir lassen mal hier ein bisschen Terraforming machen. Also wenn da hinten so eine bisschen steilere Bergwand entsteht, finde ich das gar nicht so doof. Genau. Für so ein Amphitheater durchaus passend. Natürlich können wir dann keinen Weg von... Ja, oder hätte ich das jetzt nicht machen sollen? Ja, vielleicht hätte man das doch noch hingekriegt, dass wir hinten einen Weg runterführen. Das sehe dann vielleicht doch noch eleganter aus, ne? Mhm. Jetzt verderbe ich wahrscheinlich wieder alles. Aber nö, das ist ungefähr so, wie wir es hatten. Und irgendwie ging das ja mit dem Weg runter. Naja, probieren wir es nochmal. Also baue ich es doch jetzt hier unten an den Fuß heran. Ja, der Blick ist immer noch gut. Dann können wir es vielleicht auch noch ein bisschen wenden. Dass da eine Straße direkt da vorne hingeht, das finde ich in Ordnung. Das können wir direkt so lassen. Da habe ich nichts dagegen. Gut, platzieren wir das mal so. Und dann schauen wir mal, ob wir von hinten heran jetzt dann noch so einen Fußweg hochführen können. So klappt es erstmal nicht auf Anhieb. Wir hatten uns doch irgendwie... okay, ich habe es versaut. Ich habe es wirklich versaubeutelt. Es war, glaube ich, eine große Kunst, was wir da gemacht haben, dass es möglich war, hier einen Weg herunterzuführen. Und jetzt geht es nicht mehr. Ich meinte, was geht? Was man auf jeden Fall vielleicht machen könnte, wäre von hier... Ja, das geht. Man könnte von hier runter, vielleicht hinten vorbei... Da ist so ein unangenehmer Huckel, den wir wahrscheinlich nicht vernünftig überwinden können, oder? Ja, sieht nicht gut aus. Ich meinte, da geht es. Ja, okay, ich glaube, wir müssen das nochmal abreißen oder die Planung nochmal neu machen. Also jetzt soll es hier auch gut aussehen, würde ich sagen. So, dieser Huckel muss nochmal weg. Wahrscheinlich wird er aber immer wieder kommen. Nee, das ist nicht gut. Halt, 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 was mache ich hier? Oh Gott, oh Gott. Das müssen wir erstmal haben. Mhm. So. Vielleicht machen wir das so, aber das ist wahrscheinlich eher kontraproduktiv, dass wir erstmal den Weg dahinter legen. Nee, ich glaube, wir müssen erst das Ding hier bauen. Ja, ich meine, wir haben ja den Platz. Wir können es einfach großzügiger nach vorne setzen. Diese Idee halt, dass es so in den Berg rein sich schmiegt, das kann ich einfach verwerfen. Das wird nicht der Fall sein. Und dann können wir es auch noch weiter zur Stadt zugewandt platzieren. So finde ich das okay. So. Und jetzt dürften wir deutlich mehr Platz haben, um von hinten runter einen Weg dort entlang zu führen. Also was heißt runter? Erstmal diesen Weg vorbeizuführen. Das wäre mir schon wichtig, dass das möglich ist. Nein, jetzt ist ein Gebäude im Weg, also bitte. Ah, das geht aber. Mit ein bisschen gutem Willen geht das. Der Weg ist natürlich dann so hässlich gerade. Wer will das denn haben? Genau. Wir machen ihn etwas geschwungener.
und führen ihn dort hinein. Das ist doch schön. So. Züge können einander nicht passieren. Oh, oh, oh. Wo sind wir denn hier? Okay, das war eine Fehlmeldung, oder? Das ist doch Quatsch. Züge können passieren. Wunderbar. Dann können wir zurück. Wir haben es hier gleich. Stellt sich noch die Frage... Sagt mal, sind das aber... Ja, das sind auch Laternenwege. Ah, ich glaube, ich hatte mir irgendwie sehr große Gedanken gemacht, auf welcher Seite die Laternen sich befinden. Ist das jetzt noch ein Thema? Nö, das lassen wir jetzt einfach so. Wir versuchen aber dennoch hier nochmal etwas hinunterzuführen. Aber ich glaube, eben war irgendwas kurz für den Moment grün geworden. Das ist auch gesehen. Ich werde mal Folgendes tun. Ich werde das noch ein bisschen weiter zurückbauen. Und es jetzt nochmal probieren, ob es hier Möglichkeiten gibt. Ja, schaut. Es gibt ein Elektrizitätsproblem. Was ist denn? Vielleicht ist da wieder ein Brand. Das könnte sein. Ja, dann ist es eben so. Dann ist es eben so der Weg. Das ist auch nicht schlimm. Finde ich in Ordnung. So, hier gehen wir nach vorne ran. Und da gehen wir jetzt so ran. Das ist auch sehr schön. Und dann ist die Frage, brauchen wir hier noch einen Weg hier? Ich würde sagen, ja. Stellt sich die Frage, ob wir den ich dann so hier noch vorbeiführen lassen. Und dann würde ich den vielleicht sogar nochmal wieder rausnehmen. Wir kommen hier nicht am Gebäude vorbei. Dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Na, dass diese Gebäudegrenzen manchmal so fragwürdig sind. Da ist das Problem. Wobei, gefühlt ist es eher bei Mod-Gebäuden eher das Problem. Ja, wir kommen hier nicht vorbei. Wir kommen hier nicht vorbei. Wie heißt es so schön? Da führt kein Weg vorbei. Und so ist das hier auch. Das ist aber nicht so schlimm, würde ich sagen. Dann bleiben wir dabei. Dann gibt es einfach diese Verbindung. Und es gibt diese Verbindung. Und wer zum Beispiel jetzt dahin marschiert, der kommt hier an, geht dort rein. Das ist ja alles wunderbar. Das ist alles kein Problem. Okay, dann planen wir das und damit haben wir auch dieses Gebäude berücksichtigt. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, was hier los war. Wir haben einmal einen Stau verpasst. Ich hoffe, der hat sich schon erledigt. Naja, das ist der normale Stau. Aber sagt mal, hatten wir nicht auf den Linien... Aha, warten bis leer ist hier tatsächlich noch. Schaut mal, wir finden immer noch wieder Dinge, wo wir warten bis leer verändern können. So. Dann können die nämlich einfach hin und her fahren und wir kriegen die nervigen Meldungen nicht mehr. Bau beendet ist wichtig. Oh ja, das heißt, wir können uns vielleicht an Müll machen. Und was war jetzt hier mit dem Elektrizitätsproblem? Das hat sich schon wieder gelöst. Ich vermute mal, dass hier irgendwo ein kleiner Brand stattgefunden hat, der aber dann gelöscht wurde, sodass das Problem nicht mehr relevant ist. Gut, welcher Bau wurde jetzt beendet? Das gucken wir uns jetzt an. Lager Metallwertstoffe. Oh ja, damit, wenn ich es richtig sehe, ist da jetzt wirklich die gesamte Müllinfrastruktur ist doch jetzt arbeitsfähig, oder? Jetzt wird's also ernst. Okay, das bedeutet, wir werden jetzt hier erstmal Arbeiter zulassen. Und vermutlich sollten wir auch auf Maximum stellen. Ich hoffe, wir haben genug Leute, die hier hinkommen. Noch ist ja die Bushaltestelle, die Tramstelle nicht fertig, aber das wird ja auch bald der Fall sein. So, hier kommen schon die ersten Arbeiter rein, hervorragend. Hier werde ich mal ein paar, also da eh nur 15, testweise mal gucken im Sommer, ob überhaupt verbrannt wird. Aber was benötigen wir jetzt? Wir benötigen
Müllabtransport ist der nächste Schritt. Wir müssen einfach die Müllabfuhren finden. Das heißt, wir suchen jetzt mal die Gebäude. Produktion eingestellt. Ah, Flugzeugproduktion. Auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wir kehren gleich zurück nach Potsdam. Aber wir wollen hier unser gutes Flugzeuggeschäft nicht verpassen. Wir wollen wieder sagen, nicht stoppen, verkaufe fertige Fahrzeuge und mach weiter mit diesen wunderbaren TU-154, die uns so viel Geld einbringen. Okay, zurück zum Müllthema. Ich bin auf der Suche nach unseren Müllabfuhren. Ich glaube, wir haben aktuell 2 am Start. Hier ist Nummer 1. So. Dann werden wir das jetzt mal einrichten. Kriege ich es noch irgendwie zusammen, wie das alles laufen muss? Das große Konzept. So, wir haben einmal hier das Lager Plastewertstoffe. Das heißt, Plastikmüll muss hierhin gebracht werden. Mhm. Dann haben wir hier, das haben wir, glaube ich, als Eingangslager definiert für den Müll. Und da fällt mir ein, wir können auch direkt mal die gerichteten Werksverbindungen gleich definieren. Das ist das Eingangslager. Und der Rest ist ja so, wie es ist. Okay. Dann haben wir Metallwertstoffe. Da können wir gleich mal sagen, nur das Lager. Genau. Das können wir hier auch direkt mal machen. Bitte nur Plastikmüll hier hinbringen. Metallwerkstoff ist hier Metallschrott. Fehlende Ressourcen Plastikmüll? Habe ich hier Nachrichten werden leer gemacht? Ach so, ich habe Nachrichten werden leer. Ich habe das Falsche angeklickt. So, dann muss das so angeklickt werden. 100% nur Plastikmüll. Mhm. Genau, hier ist es besser gelöst, nur Metallschrott. Also Metallschrott, ab jetzt hier bitte hinbringen. Oder, warte mal, ist das nur zum Beladen? Das ist nur Beladung. Stopp. Beladung, Metallschrott, das heißt, das Entladen muss dort direkt erfolgen. Das ist also Quatsch. Da müsst ihr hin. So, Bauschutt. Hier haben wir auch Beladung. Das heißt, Bauschutt muss erst einmal, wenn ihr direkt kommt, was nicht so oft der Fall sein wird, direkt dorthin gebracht werden. Und das eigentlich alles Entscheidende ist natürlich der gemischte Müll, der jetzt hier hereingebracht werden soll. So. Damit müsste alles jetzt in Potsdam selbst entsorgt werden, wenn das korrekt ist. Sondermüll, haben wir ja die Sonderlager, Metallschrott, Bauschutt, ja, das müsste alles passen, jetzt eigentlich. Okay, wir haben auch hier 35 Arbeiter, das ist hervorragend, da können wir uns nicht beklagen. Wichtig ist allerdings jetzt, dass wir, oh, das müssen wir wirklich dann dringend machen, sonst wird das überlastet. Wir brauchen jetzt, ich denke, 2 Fahrzeuge, die jetzt hier immer hin und her fahren, nicht wahr? Die müssen wir mal im Depot. Jetzt habe ich wieder vergessen. Was ist da jetzt das geeignetste? Absetzcontainer? Wahrscheinlich, ne? Wie haben wir das gemacht? Ja, ich glaube, wir haben Absetzcontainer genommen. Tja, das war so. So, wo finde ich hier nochmal unser Fahrzeugdepot? Haben wir hier zufällig noch Absetzcontainer? Nein. Neues Fahrzeug kaufen. Müll. Wahrscheinlich reicht auch einer, oder? Weil das ist so kurz, die Strecke. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht 2 auf diese mini kurze Strecke packen. Wir probieren es einfach. Im Zweifel werden wir es noch verändern. Also, Absetzcontainer. Du fährst bitte hier los. Beladen mit gemischten Müll, ne? Das ist ja quasi der Restmüll. Genau. Und fährst das Ganze dann hierhin entladen. Warten bis leer. Kann man, glaube ich, in diesem Falle mal ausnahmsweise.
Ja, machen. Ich meine, wenn das voll ist, ist es sowieso Mist, dann müssen wir Dinge eh noch verändern. Weil das darf eigentlich nie voll sein. Ja. So, wir können hier noch eine gerichtete Verbindung machen. Das soll da nur reingehen. Okay. So, wir sehen noch nichts. Kein gemischter Müll dort. Wir haben aber auch jetzt ja erstmal nur eine Müllabfuhr, ne? Mhm. Wir besitzen aber noch eine zweite Müllabfuhr. Die muss ich jetzt mal suchen. Oder vielleicht sogar eine dritte. Ach ja, wir haben vier geplant. Okay. Das ist ja schön. Dann können wir einfach das kopieren. Hierhin. So, das ist jetzt auch alles Potsdam. Sehr schön. Und wo ist noch eine Müllabfuhr? Ich meine mich zu erinnern, dass wir hier noch eine hatten, oder? Winterdienst und eine Müllabfuhr. Jawohl. Das heißt, wir können das auch nochmal kopieren. Und auch das ist jetzt alles Potsdam. Die Fahrzeuge sind auch alle unterwegs. Ne? Krass. So, das heißt, jetzt müsste mit der Zeit jetzt hier irgendwann mal auch Restmüll ankommen. Okay, geht los. Er holt auch schon, was verarbeitet ist. Halt, aber warte mal. Was natürlich jetzt nicht sein darf, ist, dass das reingezogen wird und er das sofort... Das darf jetzt natürlich nicht aus dem Importmüll genommen werden, aber das passiert, glaube ich, nicht, ne? Import. Wir müssen das mal darauf achten, was er jetzt macht. Ne, jetzt zieht das, glaube ich, aus dem Exportmüll. Ja, ja. Ich glaube, er kann gar nichts aus der Importmüllkippe rausziehen. Da dürfte eigentlich nichts schief gehen. Okay, aber die Arbeit läuft hier gut, wie mir scheint. Jetzt ist aber natürlich die spannende Frage, wie funktioniert jetzt die Müllverbrennung? Okay, die Müllverbrennung hat erstmal ein massives Problem. Sie hat keine Arbeiter. Das hängt wiederum damit zusammen. Und ich glaube, hier haben wir schon eine Nachricht bekommen. Ach so, wir wollen jetzt nicht wissen, dass die Produktion hier eingestellt ist. Wir haben eine Nachricht bekommen, dass die Haltestelle durch ist. Und... Das bedeutet wiederum, dass wir jetzt diese Linie verlängern müssen. So, was wir uns jetzt nochmal gut angucken müssen. Also. Oh, schaut mal, das ist auch neu, ne? Das ist Punkt 12. Gericht der Republik. Wir müssen die auch benennen. Wie nennen wir die? Potsdam. Oder hatten wir, wie haben wir das immer benannt? Tebus hatte ich mir da vorgestellt, okay. Dann machen wir das auch. Tebus und wir nennen das Müllverarbeitung. Das ist hier das Hauptthema, hier hinten. Potsdam. So. Okay, so halt erstmal die Haltestelle. Jetzt also nach Punkt 12. Das heißt, das müsste ja 13 sein und gleichzeitig 11. Ja, das passt. Also nach Punkt 12 kommt jetzt dieser neue Halt. Neuer Punkt 13. Und dann haben wir hier den neuen Punkt 14. So, Gericht der Republik. Warum sehe ich jetzt eigentlich nicht diese Linie? Die sieht man doch immer, ne? Okay, ich sehe sie doch. Alles klar. Also müsste eigentlich korrekt sein. Wir kommen Gericht, Müllverarbeitung, Gericht. Okay, so weit, so klar. Jetzt checken wir noch mal kurz, ob wir mit den Passagieren das alles richtig gemacht haben. Was hatten wir hier? Also hier dürfen erstmal alle warten. Okay, das ist auch in Ordnung, glaube ich.
Und was hatten wir hier für ein Einstiegssystem gemacht? Alle dürfen alles. Okay, also die maximale Freiheit. Dann machen wir das hier auch. Beziehungsweise es ist ja auf der Linie schon automatisch dann, glaube ich, so eingestellt, ne? Alle dürfen alles. Okay, das heißt, wir müssten dann langsam, hoffe ich zumindest, hier auch Arbeiter bekommen, die dann... Ah, ist hier noch ein Problem. Ich glaube, das kann ich... Doch, das ist fertig gebaut. Das ist nicht fertig gebaut. Ich glaube, da kommen die Bauarbeiter nicht ran. Das ist das Problem. Das müssen wir mit Rubel finanzieren. Und deswegen ist das da hinten auch nicht erreichbar. Weil das ist nämlich entscheidend. Das ist gebaut. Das ist auch gebaut. Jetzt müsste es einen durchgehenden Weg geben. Jetzt gibt es auch zwei Arbeiter. Es kann aber sein, dass die über die... Und, wartet, die Müllverbrennung arbeitet doch bei 27 Grad. Okay. Dann wäre das jetzt hier nicht nötig gewesen. Und dann funktioniert das System vermutlich nicht so gut, wie ich dachte. Aber wir gucken mal, wie jetzt so allgemein die Müllentwicklung ist. Im Moment wird das viel zu schnell verbrannt. Okay, also das heißt, wenn man das wirklich sinnvoll nutzen möchte, müsste man das so machen, dass man manuell beim Beginn des Winters quasi hier das Ganze anschaltet. Bis dahin hat sich dann hier einiges angestaut und dann würde das verbrannt werden und dann hätte man Heizkraft. Ja, ich mag natürlich so eine Systeme nicht, wo man selber in der Hinsicht da aktiv werden muss. Tja. Wir können es ja mal ausprobieren. Ich meine, wir haben jetzt 27 Grad im Juni. Ich werde es mal hier kurz stilllegen, sodass der Müll sich hier ein bisschen ansammeln kann. Da wünschte ich mir irgendwie so eine Form von Automatismus. Das wäre echt ganz gut, wenn es das gäbe. Wir sind im Übrigen noch nicht durch mit dem Thema, denn wir müssen natürlich auch noch den Müllabtransport organisieren und verändern. Und auch da gibt es natürlich Dinge, die wir hier einstellen müssen. Denn so, vor allem müssen wir das... Ach nee, das ist neu, ne? Okay, das können wir uns hier gar nicht zum Vorbild nehmen, glaube ich. Wo belädst du jetzt hier? Du hast... Hä, was haben wir hier gemacht? Müllabtransport. Wir haben hier schon diverse Entladepunkte gemacht für Bauschutt und sowas alles. Das ist ja ein VZ. Aber wir haben gar keine Quelle für... Das ist ja Quatsch gewesen. Okay, das ist sehr merkwürdig. Ich guck mal kurz. Müllhausen Kompostieranlage. Ja, natürlich. Das ist ja alles korrekt. Ah, okay. Die Endgebäude, die haben wir schon korrekt, wo das hingeliefert werden muss. Ah, alles klar. Das haben wir quasi schon vorbereitet. Das ist Müllhausen. Alles als Ziel. So soll es ja auch sein. Okay, das heißt, wir müssen... Aber interessanterweise, warte mal, Sondermüll und Biowertstoffe, haben wir die auch berücksichtigt? Ja, Sondermüll ist auch da. Ja, ja, alles klar. So, das heißt, wir müssen einfach nur die neuen Lager jetzt hier als Ausgangspunkt definieren. Und dann läuft auch das. Das sollte nicht zu schwierig sein. Okay, also. Neue Verbindung. Hier. Beginnen wir damit. Plaste. Beladen. Plastikmüll. Na, ich würde sagen, wenn das 50% voll ist, ist in Ordnung. Dann haben wir Beladen hier. Da geht es, wenn ich mich recht entsinne, um Metallschrott. Machen wir mal auf 50%. Und dann haben wir das Ding. Und da ging es um Bauschutt. Machen wir auch 50%. Und das ist es dann auch eigentlich, ne?
Mehr Wertstoffe haben wir nicht. Genau, Dünger läuft ja extra. Ich glaube, da habe ich nichts vergessen. So, dann müsste also jetzt das Müllsystem grundsätzlich jetzt erstmal in Gang gekommen sein. Wir wollen hier auch nur gemischten Müll lagern. Okay, interessanterweise 4% im Ende Juni. Naja, es könnte hinkommen mit der Größe jetzt hier des Lagers. Passt eigentlich schon ganz gut, dass wir dann immer zum Winter das Ganze anschalten können. Vielleicht ist es ja okay. Man muss es halt dann nur machen und dran denken. Oh mein Gott, das geht ja hier alles ratzfatz. Schaut mal, dieses schöne, ich finde das wirklich sehr gelungen, muss ich mal sagen. Das Stadion ist fertig gebaut worden. Toll. Gehen sogar schon Leute rein. Das fügt sich wirklich schön ins Stadtbild ein. Bin da ganz zufrieden mit. Gefällt mir. Mitarbeiter ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Gehen wir mal ein bisschen runter. 8 oder so reicht völlig. Schön. Prima. Mit diesem doppelten Erfolgserlebnis, Müll und Stadion, können wir dann auch diese Folge beenden. Ich freue mich auf die nächste. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwald.